Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Enigmatiker 2 im Expert-Modus. André steht da unten. Ja, ich fange von hier an zu buddeln. Kommen wir mal entgegen. Wir haben ja gesagt, wir bauen das Draconium jetzt mit euch ab. Wir haben jetzt Mining Level Manölum, wir können jetzt. Ja, ich wollte eigentlich. Ich sammel's auch. Hast mir was runtergeschmissen. Du Hund, du baust mit Weinmeiner ab. Oh, die brauchen aber ganz schön lange, ne? Ja. Ich hoffe, dass Weinmeiner auch immer dieses Extra gibt. Ei, cool. Also ich hab, 1, 3, 8, fast 6, 20 Stacks. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13,5. Das ist sehr schön. Schmeiß mal alles rein und dann gucken wir mal. Also ich hatte 1203 Draconium. Na, 2048 Draconium. Das, kommt erstmal ein bisschen. Erstmal haben wir was. Genau. So, Henrik, nimm mal den Item Repairer und erzähl den Leuten, was wir machen. Wir bauen jetzt eine Mob Farm auf. Ich brauche den Item Repairer. Den Rest kann ich mir so holen, ne? Den Rest kannst du dann nachher. ME-System läuft hier drüben auch. Ja, also André teleportiert mich jetzt an eine Stelle, wo ich nicht hin darf, weil ihr das in der extra Folge seht bei André. Genau, also vielleicht sieht man das auch schon mal außerhalb so ein bisschen, aber ich dachte mir, das Grobe sollt ihr dann doch schon in der Folge sehen. So, ich baue jetzt hier erstmal aus. Wir sind, das kann ich euch ja sagen, unterm Blood Magic Altar, weil wir dort ja eh nachher letztendlich eine Mobfarm brauchen für Blut. Von daher, weiß nicht, hebst du den Raum ein bisschen mit aus? Ich grab mich gerade von oben runter. Ich leuchte den unten erstmal aus, hier den Gang, weil hier noch ein paar Mobs stehen. Um die ein bisschen die Mobrate zu verringern. Ja, weil hier ist ja noch so ein ewig langer Gang. Ja gut, dieser ewig lange Gang, das ist ein Tunnel, der da halt ist. Den können wir auch zuschütten. Ja. Und zur Not müssen wir mal den Cave-Illuminaten hinstellen von Astral Sorcery. Der macht nämlich in jeder Höhle, setzt er so kleine Lichtpunkte, dass keine Mobs mehr spawnen. Okay. Ganz alleine. Das ist, glaube ich, ganz praktisch sonst. Der braucht zwar eine ganze Zeit, bis er das fertig hat, aber können wir ja einfach mal so auf der Map verteilen. Der braucht auch keine Energie oder so dafür. So, ich weiß gar nicht, so groß wollen wir es nicht bauen, aber ich denke, dass wir es trotzdem aushöhlen werden. In der Größe. Ja, warum bauen wir eine Mob-Farm? Wir wollen unsere Tools natürlich leveln. Und das wollen wir nicht alles per Hand alleine machen. Und daher haben wir gesagt, kleine Mob-Farm mit einer Levelmaschine dran. Vor allen Dingen brauchen wir auch bald diese Essenz. Wobei, nee, die haben wir, wollten wir ja oben von der Schleiminsel holen. Die ist ja da. Hm. Oh, ich habe immer noch so eine Lex, ey. Also das muss ich, geht bei mir, also. Meine Dings ist kaputt. Ich habe mir noch einen Schleimhammer. Den kann ich ja nochmal nehmen. Also einen Hammer habe ich sonst noch, kann ich dir geben. Ja, meine Spitzhacke ist kaputt. Ich habe keine Verstärkung mehr drauf, die ich ja schon hatte. Ja, mein, super. meine Schippe hat gerade den Abgang gemacht. Ja, ich darf aber nicht hier, warte mal. Wir haben noch ein Hammer Item. Hab ich den geworfen. Item Repair, haben wir noch eine Power Cell? Nein, müssen wir bauen und linken und so weiter. Ich flieg uns eine holen. Ja, ich eine Power Cell kann ich ja craften. Das ist ja kein Thema. Ja, aber wir haben ja keins gelinkt. Genau, dann musst du einmal das linken. Ich darf ja nicht raus, also muss ich hier mir was. Genau, du bist heute eingesperrt in dem.
So, bauen wir doch mal. Ah, für eine habe ich jetzt nur noch. Super. Ich habe gerade gedacht, bauen wir mal ein paar mehr und schmeißen die auch gleich ins System, aber. So, Powerzelle an sich hast du, ne? Aber Ja, ich habe ja irgendwas. gesagt, wir nehmen ein paar, oder ich nehme, werde ein paar Folgen so aufnehmen, weil Henrik ja höchstwahrscheinlich nicht, weil wir es nicht schaffen werden. Und deswegen. Ich habe nämlich noch Termine reingekriegt vor meinem Urlaub. Eigentlich Oh wäre Gott, ich. der ist aber langsam. Es ist Sonntag gerade. Sonntag vor meinem Urlaub und eigentlich wäre ich im Urlaub schon eigentlich. Aber ich habe gesagt, André, ein paar Termine habe ich noch frei. Und Deswegen ziehen wir die jetzt durch. Und ich habe heute halt schon die erste aufgenommen, wo ich etwas hier oben gebaut habe, was halt noch nicht gezeigt werden soll. genau. Das kommt ja dann in der Folge. Also eventuell habt ihr es schon so von Weitem gesehen, wenn ihr aufmerksam wart. Aber es soll halt hauptsächlich nachher in der Folge gezeigt werden. Warum haust du da jetzt deine Kobold? Achso, das ist deine Dings. Wenn er halb voll ist, sonst reicht das auch. Ja, das reicht. Ist nicht mehr so viel Erde hier oben. Weiß gar nicht, wie tief wir das noch machen wollen. Nee, so wie es ist, denke ich, die Höhe, das reicht. Es muss ja letztendlich nachher noch diese Ritual, das Ritual muss ja hier noch drüber, dass es nachher die Monster tötet. Also würde ich mal sagen, auf der Höhe, wo wir jetzt so sind. Ja, das reicht, denke ich. Oh, ich habe nach draußen gebaut. Gut, wenn das hier unten nicht hundertprozentig hübsch aussieht, ist mir das ehrlich gesagt auch egal. So, du hast noch meinen Hammer, ne? Deiner ist gerade in der Reparatur. Ach so, nee, du hast keinen Hammer, ne? Doch, ich habe nur einen Schleimhammer. Du kannst mal mit deiner Schaufel den Rest hier Kies wegmachen. Ist auch so langsam, den bräuchte echt Redstone drauf, ey. Hab ich so eine. Hatte schon letzte Folge so eine Lex, ey. Immer wieder beim Abbauen. Das muss danach nochmal neu starten. Ja, also wir nehmen jetzt wieder eine ganze Session auf. Ich habe gerade Kinder frei. Ich habe gerade kein Zuhause, deswegen habe ich gesagt, Henrik, wann bist du zu Hause? Wir können jetzt. Naja, ich war auch noch nicht zu Hause. Ich war auch wieder noch sonst wo. Aber Unterwegs mal wieder. ja. Ja, aber Ja. letzten Endes können wir heute Abend auf jeden Fall auch noch aufnehmen. Ich habe mir schon freigenommen. Ja, Freitag war ich ja auch schon wieder unplanmäßig unterwegs. Ach, Oh, wir naja. sind ja hier viel zu weit, sehe ich gerade. Wo? Hier sind wir ja schon raus vom Altar. Vorne. Servus, bist du der? Ja gut, aber Freitag habe ich jetzt genutzt, um ganz viel vorzubereiten. Ich habe eine Liste gemacht, was wir noch so alles machen müssen. Die ist sehr lang geworden. Und eigentlich wollte ich nur das machen, dass wir jetzt endlich auch Ender.io automatisch machen können, die ganzen Sachen. Ja, das ist dann die Liste immer länger und länger geworden, was denn da noch so fehlte. Das meiste, was ich noch nicht geguckt habe, ist Mutagen. Und ich glaube, dafür brauchen wir Bienen. Bienen. Ach, Bienen ist auch wieder so schrecklich. Muss ja wieder Biome aufpassen und ach Mann. Ja, ich muss mal gucken. Vielleicht gibt es auch noch eine andere Möglichkeit, Mutagen zu kriegen. Außer Bienen irgendwie zerlegen. Das kann ich mir ja sonst in deinem Urlaub nochmal angucken. Genau. So, ich denke, wir haben jetzt gleich soweit alles fertig, ne?
ausgehoben. Ich baue hier unten schon das Loch zu ein bisschen. Ja, mach bloß ein bisschen, das reicht ja. So, das ist auch hier ist ja noch eine ganze Stelle. Gib mir mal bitte den Hammer. Dein Hammer liegt im Repair drin. Ach so. Durchrepariert. Genau. Jetzt mache ich meine Dings da rein, meine Spitzhacke. So, hier hat er schon. Hier kann ich schon mal erstmal ein paar Fackeln aufsetzen. Das ist auch okay. Ah, ja, buddeln, buddeln, buddeln. Yeah, level up. Müssen auch dran denken, der Altar wird ja auch noch um einen größer, ne? Er ist ja noch nicht auf der vollen Größe. So, aber den Raum können wir sonst auch danach nochmal ausbessern. Das Hauptsächliche ist frei. Oh, guck mal, hier ist ein Slime gespawnt. Das ist cool. Vielleicht haben wir noch eine kleine Drop-Chance auf Slimes in der Mob-Farm. Ja, könnte natürlich kommen. Dirt. Wir machen die aber, denke ich, auch nicht zu groß, ne? Die Mob-Farm? Nö, erstmal nicht. Falls wir was brauchen. Ich denke, wenn wir die so machen, ist die wirklich schon groß genug. Ich kriege das jetzt mal ein hier mit 4x4 alles. Vielleicht hätte ich dafür Painted nehmen sollen. So, ich brauche. Was brauche ich denn jetzt? Transfer. Conveyables. Nee, Conduits. Transfernote haben wir gar nicht mehr im System. Nee, noch Conduits. Nee, Transfernotes weiß ich wenigstens, dass es klappt mit den Einstellen von den Filtern. Ach so. Das hat ja letztes Mal auch super geklappt. Ja gut, die haben wir jetzt nur diesmal noch gar nicht, weil wir gleich dann alles auf Conduits gebaut haben, damit wir nicht erst wieder nachher tauschen müssen. Na? Oh Gott, die ist doch gar nicht so groß. Okay. So. Filter, dann brauche ich. Ja, wenn dir irgendwas fehlt, musst du Bescheid sagen. Das habe ich, das habe ich, das habe ich. Dann brauche ich mal. Meine ist ziemlich repariert. Na, geht noch. Itemfilter Repair rein. Ich brauche mal deinen Kleber zum Leveln. Hoffentlich ist er schön kaputt. Nee. Also. Brauchst du was Kaputtes? Ja, richtig schön kaputt wäre es. Ich hab dir was hingeschmissen, was richtig kaputt ist. Ja, nee, ich brauche deine Waffen richtig kaputt.
Den kannst du wieder auf. Ach so. Dem fehlen 600 Durability. Auch nicht schlecht. Dann kannst du die Sachen immer da reinschmeißen. Hier. Gedroppt. So, jetzt baue ich das mal wieder ab. Wenn das nicht so lecken würde. Ich muss gleich mein alles einmal neu starten. Mechaniker-User brauchen wir noch. Mal gucken, ob man den hier. Ah, ich glaube, der war einfach hier. Jupp. Oh, wir haben keine Ender-Shards. Kann ich nicht. Ja, verklickt. Schon wieder verklickt. Ich weiß nicht, was da. Besoffen heute? Nee. Düdüdüdü, Monster Farm ist zu vor dir. Das kannst du auch nicht machen. Doch, die andere Seite bleibt offen. Die machen wir auch wieder abschaltbar, ne? Würde ich sagen. Scheint ich auch. Ja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Haben wir sie auch synchron gebaut, ja? Mensch, Ja. das ohne abzuzählen. So, hier Da kommen raus. ja eh mehrere Maschinen hin. Jeder Itemfilter. Jeder Repairer erstmal hin. Jetzt habe ich auf meinen Rad hier gewechselt, bin losgesprungen. Transfernode. Jetzt muss ich einmal hier. Einmal so tun. Und einmal so tun. Jetzt muss ich aus meiner. Die Wrench holen. Gucken, ob das mit der auch geht. Geht auch. Dass sie nämlich verbinden, dass ich keinen komischen Kreislauf habe. Jetzt kann ich nämlich hier die Power Cell reinstellen. Kann mein. Fledermaus, du bist im Weg, geh weg. Kann die Sachen schon mal reinstellen. Und wie ihr seht, rausgezogen wurde sie. Jetzt werden sie erstmal einmal alle komplett hochgelevelt. Aber ich lasse ja noch meine Spitzhacke drinne zum Reparieren. So. Endertruhe brauche ich auch nicht mehr. Brauche ich auch nicht mehr. Wie heißen die So, komisch? wollen wir hier auch noch die kleine Mobfarm, sag mal, hinbauen, wieder um Dämonic Will und sowas voll zu machen? Ja, ne? Nee, erstmal nicht. Falls wir die brauchen, bauen wir uns die wieder hin. Ging ja super einfach. Wie hießen die komischen? Conveyor Ja. Belts? Alles gut, baue ich. Oder nee, kannst du ruhig bauen? Dann mache ich weiter die Verkabelung um. Sag mal, von welchem Mod? Das reicht mir schon. Warte, Conveyor Belts waren. Nee, Conveyor Belts hießen die gar nicht. Plates. Vector Plates, genau. Dark Utilities, was ich meine. Ja, Dark Utilities. Jupp. Die Grünen, ne? Ja. Oh, wir haben keine Redstone Conduits mehr. Da Die brauchen wir Sch. Sch Was brauchen wir? Schleim. Schleim. Habe. Alles gut. Schleim haben wir. Zucker. Wir haben nur keinen Zucker. Doch. Aber du kannst Bambus herstellen. Zuckerrohr. Würde mal herstellen, danke. Und kriege hier immer andere komischen Items.
Willst du dir erstmal die Curve Earth machen? Ich habe jetzt Angst, da ich das noch nicht anhabe. Muss ja bloß an einem Platz, an einer Stelle freilassen. Wenn ich die Curve Earth jetzt schon setze, weißt du, dass dann die Monster uns hier überrennen. Darauf habe ich jetzt keine Lust, weil die Beleuchtung ja noch nicht geht. Wie ihr seht, da kommen dann die Items, werden repariert. Wie war das denn? Oh nee, ich gehe jetzt, deswegen gehe ich jetzt nicht los. Moment. Ich will jetzt nicht wegen drei Blocks losgehen müssen. Jupp, das funktioniert. Was für eine drei Blocks denn? Na, wir hatten nur noch eine Konduitfassade von den Dings hier gerade drinne. Und ich hatte keine Lust, wegen dieser einen Konduitfassade loszugehen, weißt du? Ja, die müssten uns auch mal im Dings bauen, ne? Was denn? Automatisieren, die Fassaden und so weiter. Okay. Oh, der coole Hebel schon wieder. Nigno. Den habe ich ja nie gehört, weil ich da, wo wir den eines Mal den hatten, hatten wir einen Soundmaster zu stehen. Soundmaster, ne? Ja. Ja. Ich finde den Switch einfach cool, der sieht einfach besser aus. Ja, der gute Sound gefällt mir auch total. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen zusehen, weil wir schon wieder fast an der Folgenende sind. Gott, dann müssen wir ja noch eine Folge hier drinnen machen. Warum? Ich wollte ja auch noch eine. Ja, aber ich wollte noch eine abschaltbare Monsterfarm und sowas auch damit machen, weißt du? Abschaltbar. Sollte ja ne, die Monsterfarm für Rüstung und so weiter, die sollte ja hier auch noch mit. Okay. Kannst du machen vorne. Ah ne, Blödsinn. Hast du Dings schon gemacht? Nee. Warte, ich habe einen bei Drop. Denn ja. Geben Sie mir her auch. Würde die trotzdem gerne Glas reinbauen. Ich habe Angst, dass denn die Mobs nicht spawnen. Nö, die spawnen trotzdem. Hatten wir ja im anderen Dings auch. Gucken, du hast jetzt oben Licht an, ne? Ja. Jetzt hast du gebaut, ja. Zack. Nick. Ja, wir kriegen jetzt maximal von Skeletten noch auf den Sack. Siehst du da? Aber die backen schon wieder hinten rum, ne? Wirklich? Yep. So. Na. Achso, jetzt muss ich einen Block den Item Repair noch ein den Aua. Aua. Klick. Warum sind hier keine? Ach, wir haben auch noch gar nichts zum Aufsammeln der Items, ne? Jupp. Ich hier ist gar nichts drin in dem Mechanic-User. Ja, ich habe ein Dings vergessen. Ach so. Eine Transfernot. So. Jetzt müsste da. Genau. Und. Jetzt ist dein Schwert gerade drin. Genau, war es Linksklick oder Rechtsklick? Muss ich erstmal gucken. Linksklick. Linksklick. Rechtsklick machst du ja nachher diesen Sprung nach hinten. Und genau, jetzt kriegen sie Schaden. Jetzt haut er gerade mit deinem Rapier zu. Genau, jetzt kriegt er auch schön Schaden. So muss das funktionieren. Guck mal, ich habe jetzt nochmal Speed-Upgrades reingehauen. Wo? In den Mechanical User. Vier genau. Stück. Cool. Geht ein bisschen schneller. Ja. Ja. Auf jeden.
Jetzt müssen wir uns mal gucken. Trichter ganz schnell. Vakuumtrichter. Ja, Bauen wir lass uns das mal. in der nächsten Folge machen und dann bauen wir die Mobfarm auch weiter. Okay, ich hab schon einen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Wo ist die Kamera? Ja. Da, tschüss.